Mein Name ist Dieter Schmidt, ich bin 78 Jahre alt und in der DDR geboren. 1955, ich war damals 10 Jahre alt, da sind wir in die Bundesrepublik geflohen. Und als ich dann der Bund rief, habe ich mich entschlossen, nicht zur Bundeswehr zu gehen, sondern ich war beim Bundesgrenzschutz. Und dann bin ich in Ratzeburg, habe ich das erste Mal dann mit der innerdeutschen Grenze bin ich in Berührung gekommen. Wieder ein Jahr in der Ausbildungsfirma und dann habe ich gewechselt und bin dann 1968 zum Zoll gekommen. Ich bin dann zum Zollkommissariat Büchen gekommen. Das Zollkommissariat Büchen war an der innerdeutschen Grenze auf einer Länge von 40 Kilometern zuständig, zwischen Lauenburg bis zur Straße Gudow-Zarrentin. Und dort habe ich bis 1990, Sommer 1990, Dienst verrichtet und bin somit der einzige Zöllner, der so lange an der innerdeutschen Grenze im Grenzaufsichtsdienst war. Das lag aber auch daran, weil ich damals 1968 von meinem ersten Gehalt eine Schmalfilmkamera gekauft habe und dann an der Grenze auch Aufnahmen machte. Das gefiel meinem damaligen Chef, dem Zollkommissar, nicht so gut, dass ich mein Hobby im Dienst fröne. Als er Aufnahmen sah, war er davon auch angetan. Und diese Filmsequenzen habe ich dann auch immer gezeigt, wenn wir Führung machten. Wir haben in Lauenburg ein Grenzinformationszentrum gehabt und dort sind dann ganze Busladungen gekommen und ich habe dann meine Filme dann dort vorgeführt. Ich bin dann nach 1990 war natürlich für uns die Situation so ein bisschen seltsam. Wir waren aber Bundesbeamten. Wir konnten unsere Arbeit nicht verlieren. Das war den DDR-Grenzposten ging's ganz anders. Und ich hatte dann auch Kontakt zu DDR-Grenzsoldaten aufgenommen und bin dann 1990 zum Aufbaustab Deutsches Zollmuseum in Hamburg gekommen. Und dort war ich bis zu meinem Ruhestand dann tätig. Können Sie so die wichtigsten Wendepunkte zusammenfassen, die Sie wahrgenommen haben? Als ich 1968 anfing, gab es einen Minendoppelzaun. Zwischen den circa 6 Meter tiefen Zaun waren dann Minen verlegt und diese Minen detonierten häufig unkontrolliert. Durch Witterungseinflüsse, wenn die Schneedecke zu groß war, die detonierten Minen, aber auch durch Wild. Wir haben ein sehr wildreiches Gebiet, Schwarzwild besonders, ist häufig dann verendet. Es wurde dann in den 70er Jahren ein Metallgitterzaun errichtet, 3,20 Meter hoch und die Metallmatten waren bis zu 1 Meter im Erdreich eingelassen. Anfangs waren die Matten nicht im Erdreich eingelassen. Und hatten sich auch in unserem Abschnitt bei Gudow hatte sich ein Flüchtling unter dem Zaun durchgebuddelt. Und sobald irgendeine Flucht möglich war, wurde sofort etwas unternommen, dass solche Flucht nicht mehr möglich war. Die Grenze wurde, nachdem die Minen und Schussapparate entfernt worden sind, noch besser abgesichert im Hinterland durch den sogenannten Schutzstreifenzaun, an dem ja diese Elektrodrähte waren. Und wenn man diesen Stacheldraht berührte, wurde Alarm ausgelöst. Und es waren nur, man kann sagen, alle paar Kilometer waren Posten, also Grenzkasernen, dass dann sofort dann die Einsatzgruppen dort zu dieser Stelle fahren konnte, wo Alarm ausgelöst worden ist. Man konnte es genau lokalisieren, wo ein vermutlicher Grenzübertritt geplant wird. Aus dem Grund sind nicht mehr so viele Fluchten gewesen und damals begann ja auch der Rand schon über die östlichen Nachbarländer dann in die Bundesrepublik zu fliehen. Im Dezember 1982, die Autobahn wurde damals gebaut, beziehungsweise der Bau wurde fertiggestellt. Und ich war in Büchen beim Zollkommissariat und war privat da, weil ich dort Papiere abgegeben habe. Und hört auf einmal einen Funkspruch vom Bundesgrenzschutz. LKW-Durchbruch auf Autobahn.
und hörte dann die aufgeregten Stimmen von den BGS-Kameraden. Ich schnappte meine Filmausrüstung und bin dann nach Gudow gerast und war schon vor der üblichen BGS-Truppe dann da. Hab auch mit dem Flüchtling dann noch sprechen können. Das war, ich habe ihn nur gefilmt, wie er zu dem Fahrzeug ging und wurde vom Zoll nach Büchen gebracht. Aber das Gespräch habe ich nicht aufgenommen. Und das stellte sich dann raus, dass dieser Flüchtling aus meiner Geburtsstadt Wittstock an der Dossel kam. Und so konnten wir uns dann unterhalten und war auch ein bisschen beruhigt dann, weil er nämlich damals in der DDR seine Familie hinterließ. Ende März 1976 entdeckte ein Kollege von mir eine Leiter am Metallgitterzaun stehen, am Grenzknick Wendeschliebs. Und das ist so ein rechter Winkel dort an der Grenze gewesen. Und man konnte dann auch von Westseite aus praktisch hinter den Zaun gucken. Und man sah von Ostseite aus dann, dass die Auslösedrähte vom Schussapparat durchhingen. Und von Westseite erkannte man auch, dass am Betonpfahl die Schelle fehlte. Es waren nur die Roststellen, wo vorher die Schelle dran war. Die DDR merkte diesen Diebstahl nicht. Erst drei Tage später, nachdem ein Kollege, wieder ein Zollbeamter, eine Motorradstreife der DDR die Frage zurief, hat man euch da einen Schussapparat geklaut? Dann war eine große Aufregung. Und ich habe Dokumente von den Grenztruppen und von der Stasi, dass der Diebstahl tatsächlich erst dann entdeckt worden ist, obwohl auch am Tag vorher Kontrolle der Anlage war. Und dort wurde gesagt, alles ist in Ordnung. Und ich habe auch Fotos, als dann am 1. April dann das alles von der Staatssicherheit dokumentiert worden ist, da gibt es eine ganze Fotomappe, kann man anhand der Fotos, kann man genau sehen, wo dementsprechend, also dass man von Ostseite schon sah, westlich die Leiter am Zaun stehen und umgekehrt von der Westseite aus konnte man durch den Metallgitterzaun schauen, wo dann die Leiter von der Spurensuche dann stand. Die haben also wirklich geschlafen. Wir wussten zum Anfang auch gar nicht, wer hat den Schussapparat abgelaut. Westliche Geheimdienste, Bundesnachrichtendienst, CIA, wir wussten das nicht. Und dann durch einen Artikel im Spiegel hatte man dann erst gehört, wie der Schussapparat funktioniert. Und die Geschichte von Gartenschläger wurde dann dementsprechend im Westen bekannt. Gartenschläger war ein ehemaliger DDR-Bürger, der als Jugendlicher Blödsinn gemacht hat. Er ist mit seinem Kumpels, die haben einen Herold-Club gegründet, ist mit seinen Freunden immer nach West-Berlin gefahren, haben sich Platten gekauft, haben sich westliche Filme angeguckt. Und dann am 3., die wohnten in Strausberg in der Nähe von Berlin und wollten dann am 13. August wollten sie wieder nach West-Berlin fahren. Und auf einmal war die Mauer dicht. Sie waren so wütend, dass sie politische Parolen an die Wand schmierten. SED, nee, Deutschland den Deutschen, Nazis und Kommunisten raus. Und haben dann, weil ihnen das nicht ausreichte, hatten sie eine baufällige Scheune angesteckt. Es ist rausgekommen, dass sie es waren und sind dann in einem Schauprozess sind sie verurteilt worden. Und zwar drastisch. Sie waren 17 Jahre alt, wurde mit lebenslanger Haft bestraft. Michael Gartenschläger ist dann nach 10 Jahren Haft von der Bundesrepublik freigekauft worden und hat natürlich einen Hass auf die DDR gehabt. Er ist als Fluchthelfer tätig gewesen und hat viele Flüchtlinge aus der DDR geholt, überwiegend über die Transitstrecken, aber auch durch östliche Nachbarländer. Er hat dann in Bergedorf, Lohbrücke, hat eine Tankstelle sich aufgemacht und hat jetzt zwischendurch immer so ein bisschen Zubrot verdient durch seine Fluchtgeschichten. Die Fluchthilfe hat sie sich finanzieren lassen. Und in einem Spiegelartikel las er eines Tages, wie diese Schussapparate in der deutschen Grenze funktionieren, wissen wir nicht. Und weil er technisch begabt war,
ist er mit seinem Freund Lothar Lienicke an die Grenze gegangen im Raum Büchen und hat sich das genau angeguckt mit dem Fernglas, ist sogar bis zu dem Zaun, sogar tagsüber vorgegangen, dass er dann 40 Meter auf DDR-Gebiet war und hat sich das angeguckt und hat sich dann überlegt, wie kann man diese Schussapparate abbauen. Mehrere hundert Meter von der eigentlichen Abbaustelle später hat er versucht, wie diese Schussapparate funktionieren. Und zwar haben sie dann bloß in Draht zwischen die Rauten des Metallgitterzauns gesteckt und haben dann einen Schussapparat losgehört. Große Detonation, kurz danach ist natürlich drüben DDR-Gebiet sehr viel los gewesen, Nachsuche und sowas alles. Und so hat er die Funktion überprüft. Er hatte ja dann nicht nur den ersten Schussapparat abgebaut, den er in den Spiegel verkauft hat, hat dann Mitte April noch einen zweiten Schussapparat abgebaut. In der Nacht zum 1. Mai 1976 war er mit Lothar Lienicke und einem weiteren Freund, auch ein ehemaligen DDR-Häftling, unterwegs am Grenzknick. Eigentlich wollten sie nur die Leiter abholen, die sie nach dem zweiten, die erste hatten sie am Zaun stehen lassen und die zweite, von dem zweiten Abbau, hatten sie die Leiter im Grenzgebiet der Bundesrepublik versteckt und sind dann aber auf dem Grenzpfad dann in Richtung Norden gegangen. Dann hörten die drei Geräusche und nahmen an, dass unter Umständen Grenzaufklärer auch vor dem Zaun waren. Und als der Gartenschläger an diesem Knick vorbeiging, dachte er, sagte zu seinen beiden Kumpels, ich gehe schnell mal rüber und löse mit Hilfe eines Schweißdrahtes einen Schussapparat aus. Er ging in gebückter Haltung in Richtung Zaun. Rechts und links haben dann auf unmittelbar an der Grenze seinen beiden Kollegen ihn abgesichert. Die beiden Kollegen waren auch mit Schusswaffen ausgerüstet. Einer mit der Schrotflinte mit abgesiegtem Lauf, Lothar Lienicke hat eine Pistole gehabt. Gartenschläger hat auch eine Pistole dabei gehabt, als er dort in Richtung Zaun ging. Jetzt die Aussagen Ost und West sind widersprüchlich. Gartenschläger ging also bis kurz vor dem Zaun und dann ließ die Deckung nach und er stand auf und in dem Augenblick, Aussage der beiden westlichen Zeugen, wurde ohne Anruf auf Gartenschläger das Feuer eröffnet. Gartenschläger brach zusammen. Jetzt die Ostaussage, und zwar Gartenschläger stand auf. In dem Augenblick hatte einer der vier Schützen, die vor dem Zaun lagen, hatte dann mit seiner Kalaschnikow eine metallisches Geräusch verursacht. Und daraufhin soll Gartenschläger in Richtung des Geräuschs geschossen haben. Wie gesagt, es ist nicht rausgekommen, ob Gartenschläger nun überhaupt geschossen worden ist. Und seltsamerweise bei der Obduktion, es wurden keine Schmauchspuren festgestellt. Die Waffe ist auch dementsprechend weg. Man kann nicht beweisen, wer nun zuerst geschossen hat. Das wissen nur die Zeugen, die vor Ort waren und die sagen, unterschiedliche Ausgaben. Und jetzt wird es tragisch. Und zwar, Gartenschläger brach zusammen, der Chef, der Hauptmann dieser Vierergruppe, hörte, nachdem Gartenschläger röchelte wohl noch, und dann soll der Spruch gekommen sein, das Schwein lebt noch. Und daraufhin haben die drei Schützen sich in äußerster Nähe von dem Gartenschläger auf den wehrlos am Boden liegenden Gartenschläger geschossen. Können Sie uns 89 aus Ihrer Sicht bitte nochmal schildern, Herr Schmidt? Den 9. November 1989, den habe ich persönlich verschlafen. Ich weiß bloß noch, dass ich am nächsten Morgen, dann am 10. November, dann die Zeitung aus dem Briefkasten holte, die habe ich übrigens auch aufgehoben. Die Grenze ist offen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, bin dann mit Kameras dann nach Lauenburg gefahren und zum Grenzübergang Gudo und sah dann die Trabikolonnen gegen Westen. Aber die schönsten Stunden habe ich dann erlebt am 12. November 1989. Ich kriegte eine Nachricht von unserer Funkleitstelle, dass morgens um 8 Uhr bei Mustin die Grenze geöffnet wird. Ich bin dann hingefahren,
oder mittags um 13 Uhr kamen die Fahrzeuge und ich habe festgehalten, wie die DDR-Bürger dann freudig in Empfang genommen worden ist. Am 18. November wurde der Grenzübergang Marienstedt-Zarrentin geöffnet. Und ich bin mit meinem Zollkommissar da gewesen und der sagt auf einmal, Dieter, dein Typ wird verlangt. Und da stand ein junger Zarrentiner, der eine Flasche Goldbrand in der Hand hatte, Weinbrand in der Hand hatte. Und der wollte unbedingt mit einem Westzöllner mal einen Schnaps trinken. Ich als Beifahrer habe dann den dienstlichen Befehl von Rüdiger, meinen Zollkommissar, bekommen und habe ihm dann den Schnaps getrunken. Ich habe mich mit dem Mann angefreundet und die Freundschaft besteht bis heute. Leider ist Manfred vor knapp 2 Jahren gestorben, aber ich treffe die Familie oder die Witwe treffe ich mehrfach im Jahr.